Hallo, liebe Zuschauer, werte Abonnenten, wünsche euch erstmal einen schönen Sonntag. Ja, hatte heute Nacht das Video fertig gemacht, hochgeladen, bin relativ spät ins Bett, bin noch erst so eine Stunde, anderthalb Stunden auf, schön gepflegt auszuschlafen, trinke gerade meinen ersten Kaffee und es klingelt das Telefon und normalerweise gehe ich sonntags überhaupt nicht an die Geschäftsnummer ran, weil ich will natürlich meine Ruhe haben und nach 5 Sekunden geht sowieso der AB ran. Kurze Zeit später klingelt nur noch mal das Telefon und mein Sohn war natürlich neugierig, wer denn hier so hartnäckig ist. Und am Telefon war die Diane Smokewolke, die Diane Manns. Ja, hat mir erzählt, dass sie mehrere Verwarnungen erhalten hat seitens YouTube und dass ihr Kanal jetzt quasi dicht ist. Die angemalten Videos Velocidec OBS Wickel nach Smokewolke Art, ein kleines Tool für Vapor, Typhoon BT, mir war danach offene Worte, OBS Cirrus RTA Wickel Inspiration und der Übeltäter wurden als angeblicher Verstoß gegen die Community Richtlinien gemeldet. Und zwar liegt ja der Verdacht nach, oder es wurde gemeldet mit dem Hintergrund, dass die Videos Nacktheit, Pornografie oder sexuelle provokative Inhalte aufweisen. Was natürlich absolut lächerlich ist. Jeder, wer Diane kennt und ihre Videos kennt, das ist sowas von grotesk. Aber die YouTube-Maschine nimmt natürlich erstmal Beschwerden und Einsprüche jeglicher Art an. Da sitzt ja nicht wirklich ein Mensch, der das jetzt gerade entschieden hat. Ja, durch diese mehrere Verwarnung ist der Kanal von Diane komplett dicht. Die entsprechenden Videos sind natürlich nicht mehr verfügbar. Die anderen sind wohl auch da, habe ich gerade geschaut vor ein paar Minuten. Diane hat keinen Zugriff mehr auf ihren Kanal. Und ich hatte ihr angeboten, auf meine beiden Kanäle Zabulon und Dampfgeschichten ein Erklärungsvideo und noch ein paar einleitende Worte von mir zu veröffentlichen, weil doch ein Großteil ihrer Fans ja auch Abonnenten von mir sind oder auch meine Inhalte gucken, wie man das so mal sehen will, ist drauf geschissen und ich damit so mit ihr die Möglichkeit bieten möchte, dass ein großer Teil ihrer Abonnenten sozusagen die Informationen erhält. Ja, was soll ich noch groß sagen? Ich war zum Schluss mit der Diane nie, oder andersrum, jeder seines Weges gegangen und wir hatten kleine Differenzen über Kinderkram. Aber ansonsten denke ich, menschlich miteinander gab es da nie wirklich ernsthafte Probleme. Und ja, wenn es hart auf hart kommt oder wenn es einfach angebracht ist, dann sollte man sich natürlich gegenseitig unterstützen und supporten. Und das möchte ich hier natürlich gerne tun. Denn ich finde es eine riesengroße Sauerei. Ich und die Diane haben Verdacht, wo das herkommt. Wir wollen jetzt keine Stadt nennen. Wir wollen jetzt keinen alten, ekligen, asozial auftretenden Menschen mit Namen benennen, der auf YouTube sein Unwesen treibt. Jeder kann sich denken, jeder kann vermuten, aus welcher Ecke das kommt. Ja, wir können nur hoffen, dass die Überprüfung seitens YouTube der Beschwerden, die Diana eingelegt hat, nicht allzu lange dauern. Ich denke mal, mit 2, 3 Wochen muss sie rechnen. In der Zeit kann sie nichts machen mit ihrem Kanal. Vielleicht hat sie auch Glück, dass eine einzige Verwarnung relativ schnell wieder zurückgenommen wird. Dann ist der Kanal wenigstens so weit frei, dass er wieder ein Video machen kann. Livestreaming HO wird erst gehen, wenn komplett alle Verwarnungen runter sind. Das wird eine ganze Weile dauern. Ja, was soll ich noch weiter dazu sagen? Ist eine Riesenschweinerei. Man muss sich untereinander helfen. Auch wenn man da irgendwelche kleinlichen Differenzen mal irgendwann hatte, drauf geschissen, darauf kommt es im Leben nicht an, sondern es kommt darauf an, wenn jemand Hilfe braucht, dass man einfach die Hilfe gibt. Und das möchte ich hier gerne aus vollem Herzen für die Diane machen, weil ich finde es eine Sauerei.
Unabhängig wer das ist, aber gerade bei Diane, die wirklich unheimlich viel Videos macht, sehr, sehr viel Arbeit reinsteckt in die Videos. Es muss einem nicht alles gefallen und das eine oder andere, das liegt alles im Auge des Betrachters, aber sie gibt sich einfach sehr viel Mühe, ihre Leute, ihre Abonnenten, ihre Fans zu unterhalten, Leuten zu helfen, Tipps und Tricks aufzuzeigen, ein bisschen kleine Basteleien und baut sich da seit langer Zeit mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, wie fast jeder andere YouTuber auch, ihren Kanal auf und ja, und dann kommt so ein Dreckscheiße daher und ich finde es eine riesengroße Sauerei. Deswegen von mir 100% den Support. Möchte es auch gar nicht weiter labern, nur eben ein paar einleitende Worte zu der ganzen Geschichte und Erklärung. Und dann möchte ich jetzt einfach die Diane zu Wort kommen lassen, die mir ihr Video zugeschickt hat und einen entsprechenden Screenshot, den dann ja nochmal gleich im Anschluss sehen könnt. Und dann guckt einfach auf die Facebook-Seite, die verlinke ich euch unter dem Video von der Diane. Auch die Webseite von der Diane steht auch unter dem Stream. Die Abonnenten und Fans von der Diane Smokewalker, guckt ab und zu auf die beiden Seiten, da wird es Infos geben, solange der Kanal dicht wird und da könnt ihr euch dann über den Laufenden halten und ich gehe davon aus, dass Diane da entsprechende Informationen dann für euch hinterlegen wird, wie es denn weitergeht. Ja, bleibt mir nichts weiter übrig, als der Diane trotz des ganzen Ärgers und des Frustes, den ich ganz doll nachvollziehen kann. Mein Kanal war ja auch kurz davor, Dampfgeschichten erstmal gesperrt zu werden. Trotzdem noch einen schönen Sonntag. Lass dich da nicht so doll ärgern und nicht so triggern. Ich weiß, es tut richtig doll weh, weil man da richtig viel Arbeit und Mühe und Herzblut reingesteckt hat. Und dann kommt so ein Wichser daher und kann einen einfach den Kanal von heute auf morgen dicht machen. Und man sitzt da und kann sich überhaupt nicht dagegen wehren. Ich weiß, dass es unheimlich weh tut und frustet. Aber zeig es möglichst nicht nach außen. Umso größer ist die Freude bei demjenigen. Ja, okay, jetzt habe ich genug geredet. Wünsche euch natürlich da draußen einen schönen Sonntag. Auch nochmal beste Grüße zur Diane. Und dann lassen wir jetzt die Diane am besten zu Wort kommen. Und ich verbleibe mit den besten Grüßen aus Berlin und reingehauen. Hallo Freunde, hallo Abonnenten, hallo Bastler in nah und fern. Ich begrüße euch. Das Video betrifft meinen Kanal. Und wenn ihr genau da lesen könnt, ganz unten, es wurden Beschwerden eingereicht. Und zwar, ich hätte gegen die Richtlinien von YouTube verstoßen. Natürlich habe ich mich dagegen gewehrt und Einspruch erhoben, weil ich mir nicht bewusst bin, was ich da für einen Fehler gemacht habe. Also, das ist schon der Hammer, was hier in der Community abgeht. Da ist der eine den anderen sein Deibel. Ich weiß nicht, was das soll. Ich habe mir die Videos im Nachhinein nochmal angeguckt. Und die Videos, über die man sich beschwert hat, befassen sich quasi fast ausschließlich um meine gesamten Videos, die ich gemacht habe. Mal abgesehen von den Hangouts. Ich habe da weder Videos eingespielt von anderen, Copyright-Verletzungen, weder Musik, wo ein Copyright drauf liegt, weder Nacktheit oder Pornografie. Ich weiß also nicht, was das soll. Natürlich wird man dann mit einer Sperre belegt und im äußersten Fall wird einem der Kanal dicht gemacht. Und in der letzten Zeit ist das also jetzt nicht die erste gewesen. Und ich habe mich gegen alles gewehrt und bin auch mit allem durchgekommen. Das Problem ist nur, eben, man hat einen eigenen Ärger und ich weiß absolut nicht, wer da was gegen mich hat. Wenn da einer gegen mich was hat, dann möge er sich da mich bei mir melden. Ja, wenn einem was an meinen Videos nicht passt, dann möge er sich doch
melden. Ja, auf meinem Kanal steht meine Telefonnummer. Man kann mich anrufen, man kann mich auch anschreiben. Aber was das jetzt soll, also das müssen wir mal einer, das müssen wir mal einer erklären. Weißt du, da steht man morgens auf, geht schön frühstücken, macht sich schön fertig, freut sich darauf, dass nachher der Hangout kommt und ich gehe auf meinem Kanal und bums geht die Seite auf und dann gucke ich da, hallo, was soll da sein? Dann habe ich mir die Videos nochmal alle angeguckt, also ich kann da beim besten Willen nichts feststellen, absolut beim besten Willen nichts feststellen. Keine Ahnung, bei YouTube, die kacken sich auch noch nicht aus. Die werden sich noch mit mir in Verbindung setzen und dann mal gucken, was passiert. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bin natürlich stinkesauer, kann man natürlich verstehen. Ich weiß also nicht, wem ich auf Deutsch gesagt auf den getreten bin. Ich weiß es nicht. Ich sehe in den Videos keinen Grund, dass ich da desbezüglich ein so auf den getreten bin, dass er eine Beschwerde eingelegt hat. Ich weiß also noch nicht, wegen was. Das erfahre ich, erhoffe ich noch. Keine Ahnung. Ich weiß also, als Beispiel, man hat auf Mano geschossen. Ich habe mit Mano selber noch nicht telefoniert oder gesprochen. Ich werde mich mit ihm in Verbindung setzen. Auf ihn hat man auf jeden Fall auch geschossen. Auf wen man noch geschossen hat in der Dampfer-Community, weiß ich nicht. Werde ich vielleicht heute nach diesem Video erfahren, ob da noch gegen einige andere geschossen wurde. Also wenn da einer was weiß, möge er sich melden, er kann mich anrufen. Aber bitte wartet noch ein bisschen, mein Handy ist leer, dann muss er noch ein bisschen aufladen. Ansonsten, wer meine Privatnummer hat, der kann auch meine Privatnummer anrufen. Vielleicht erfahre ich da was. So, das soll es gewesen sein. Bin mal gespannt, was für Reaktionen jetzt folgen. Und naja. Möge der Dampf mit euch sein. Bis heute Abend im Hangout. Eure Diane Satt. Tschüss und bye-bye.